Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Oliver Hartmann und dies sind die Themen für Mittwoch, den 7. November. In Duddenhausen hat der Ausbau des schnellen Internets im Landkreis begonnen. In den kommenden gut 1,5 Jahren will die Internetfirma Northern Access aus Liebenau im Auftrag der Kreisverwaltung über 500 Kilometer Glasfaserleitungen verlegen, um 8.300 Anschlüsse an 6.000 Adressen mit Downloadgeschwindigkeiten von wenigstens 50 Mbit zu versorgen. Nach dem Ausbau sind nach Aussage der Kreisverwaltung fast 97% mit schnellem Internet versorgt. Mehr Ausbildungsstellen stehen sinkende Bewerberzahlen gegenüber. Zunehmend kämpfen Arbeitgeber darum, Nachwuchskräfte zu bekommen. Im Handwerk, bei der Industrie und im Handel, fast überall gibt es offene Stellen. Das haben Patrick Rasche, Andreas Retsch und Christoph Tiet hier erklärt. Noch bis einschließlich Donnerstag läuft die Zukunftswoche im Handwerk. Kreis Nienburger Betriebe öffnen dabei ihre Türen, um Einblicke zu ermöglichen. Am Mittwoch sind die Berufe Maler, Lackierer, Tischler, Friseur und Haarstylist an der Reihe. Am Donnerstag folgen im Rahmen der Metallernacht die Berufe Metallbauer, Feinwerkmechaniker und Land- und Baumaschinenmechatroniker. Die teilnehmenden Betriebe finden Sie alle auf unserer Internetseite zur Zukunftswoche. Die Gaunerkomödie Auf und Davon wurde jetzt gleich zweimal im Nienburger Theater gespielt. Optisch war das Stück in seiner Entstehungszeit um das Jahr 1970 angesiedelt und hatte dementsprechend viel Retro-Charme. Wissenschaft zum Anfassen bietet ein Pilotprojekt, das die IGS Nienburg und der Dinopark Mönchehagen auf den Weg gebracht haben. Die Schüler helfen Geowissenschaftlern und Paläontologen, Spuren der Urzeitriesen freizulegen. Zum Sport. Der SV Husum hat in dieser Fußballsaison bereits zweimal überrascht. Zunächst mit der Tabellenführung in der Kreisliga nach 5 Spieltagen und dann mit einer Pleitenserie und dem Sturz auf Platz 11. Weil sich der Einbruch aber nicht einfach an personellen Gründen festmachen lässt, gestaltet sich die Fehleranalyse von Coach Falk Wölke schwierig. Der MTV Nienburg fuhr mit einem Großaufgebot zu den deutschen Meisterschaften nach Neustadt, wo die Taekwondoka des IBF-Verbandes ihre Meister ermittelten. Neben einigen Podestplätzen fuhren die Nienburger um Coach und Meister Henning von der Haar 3 Goldmedaillen ein. Endlich Handball-Bundesliga in Nienburg. Am Samstag startet die HSG Nienburg den Vorverkauf für die beiden Spiele der A-Juniorinnen um Paula und Carla Klaassen. Im Rahmen des Spiels der Oberliga-Herren gegen den MTV Braunschweig 2 gibt es die Tickets in der Mehrbachhalle zu kaufen. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Mittwoch oder unter www.diehake.de.